Dann, ich stelle dich erstmal vor, Zeit zum Fischen nennst dich bei Instagram. Du heißt Flo mit richtigem Namen. Bist aus Norddeutschland, aus welcher Region ungefähr genau? Also ursprünglich komme ich eigentlich aus Hessen. Okay. Und jetzt zwischen Hamburg und Bremen. Okay. Dein erster Beitrag hast du am 21.10.2018 geschaltet. Du bist Boots- und Uferangler, wie ich gesehen habe. Bist auch ein Allround-Angler, also hast jetzt nur, nicht nur E-Fischart, auf die du angelst, sondern egal ob Aal, Friedfisch, Raubfisch, alles dabei. Du hast 73 Beiträge und 187 Abonnenten. Passt das alles soweit? Ja, mittlerweile ja. Habe ich ein paar Abos jetzt mehr gemacht heute. Ja, also genau. Ja, ich tue es nur bei jedem erwähnen, dass die Wege, also ist jetzt gar nicht so direkt wichtig, wie viel das ist, nur dass die Leute Bescheid wissen. Wir fangen direkt an mit Frage 1, Raubfischangeln. Tust du nur mit Kunstköder Raubfischangeln oder tust du auch mal mit Köderfisch Raubfischangeln und was machst du lieber? Eigentlich bin ich fast nur mit Kunstköder unterwegs. Also sehr selten, vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr, dass ich Köderfisch muss. Dann eher im Winter mit Köderfisch, oder? Nö, auch nicht. Eigentlich eher so im Sommer, dann, wenn ich keine Lust habe, viel zu laufen. Ja, okay, verstehe ich. Frage 2. Deine PBs von Hecht, Zander, Barsch und Meerforelle. Am Barsch-PB ist ganz besonders der Justus J.I. Interessiert. Und wie entscheidend ist für dich die Größe? Also ist für dich wichtig, dass es nur dicke Fische sind oder sagst du einmal am Tag, wo du nur 50er gefangen hast, nee, ist in Ordnung, super Angeltag. Ja, das letzte ist jetzt gut. Ich würde eigentlich sagen, über dicke Fische freut sich eigentlich jeder, ne? Ja, ja. Aber, nee, ich bin eigentlich froh über jeden Fisch, ob klein oder groß, das ist eigentlich egal. Bei den PBs, mein größter Hecht ist 92. Mein größter Zander ist 72, mein größter Barsch ist 52. Echt? Ja. Ah, krass, immer 20 Unterschied. Ein Foto, das ist auch schon 10, 12 Jahre her, dass ich den gefangen habe. 12 Jahre schon, also angelst du auch schon länger. Genau. Ja. Meerforelle? Mein vierten Lebensjahr. Was war das jetzt? 50, ich weiß es gar nicht mehr so genau jetzt. Okay, also Meerforelle habe ich noch gar nicht gefangen. Würde ich mal gerne, vielleicht kannst du mich der ja mal näher bringen irgendwann. Ja, gerne. Komm vorbei. Ja, wenn die Corona-Krise rum ist, dann können wir das gerne mal machen. Dann, du hast 2019, Achtung, sage und schreibe, 11 Barsche über 40 gefangen. 11 Barsche genau. Über 40, das ist verrückt. Wie angelst du auf Barsch? Ne? Nimmst du Fluorocarbon, sagst, nee, ist nicht so wichtig, was ist dein Trick? Der Trick war eigentlich, ich hab's auf Zander probiert. wir haben hier See und da soll ein Zander drin sein. Es werden wohl auch mehrere mal gefangen. Ich hab das nie geschafft und dann habe ich auch Fluorocarbon, Gummifisch. Da hatte ich, fanden wir ein Drunkbait, hatte ich auf 8 cm, hatte ich die meisten Bisse drauf. Und wenn du sagst, du hast auf Zander gefischt, also dann von der Köderführung eher monoton, sage ich mal, also wirklich genaue Absinkphase, immer geguckt, dass der Abstand einigermaßen gleich ist, recht langsam führt, oder? Ja, ganz normal, gefaulenzt eigentlich. Oh, okay. Also nichts Besonderes eigentlich an der Köderführung so. Fluorocarbon, sagst du, muss bei Barsch sein, oder sagst du, nö, ist nicht so wichtig? Ja, also ich glaube, es bringt ein bisschen was. Also ich glaube, ich habe mehr Barsche auf Fluorocarbon gefangen, als ich einen Stahl vorne dran habe. Da finde ich schon, ist ein Unterschied bei. Kommt halt darauf, ob wie viel Barsch es gibt und wie hoch der Angeldruck ist, denke ich. Ja, genau. Wir haben hier einen sehr hohen Angeldruck, deswegen denke ich, dass Fluorocarbon hier besser ist. Ja. An was für Gewässertype angelst du am liebsten? Also Fluss oder See oder? Schwierig. Eigentlich beides so. Eigentlich beides, hast du kein bevorzugtes Gebiet, wo du sagst, nee, wenn, dann muss es Fluss sein, oder? Nö, eigentlich so. Denn die Seen, was ihr habt, sind die eher groß oder sind es eher kleine Seen? Ja, wir haben nur einen See und der ist 54 Hektar groß. Okay, also schon größer. Genau, und dann haben wir halt noch den Fluss, die Oste, das ist auch teilweise auch noch mit Gezeiten, das ist ganz cool. Okay, also du hast wirklich... 14 Kilometer, wo wir fischen können. Ah ja, gut, das ist ja ausreichend, denke ich, ne? Du hast
am 23. Juli 2019 in Wels gefangen. Was für ein Wels ist das? Ich konnte es aus den Kommentaren nicht ganz ableiten. Ja, das ist der sogenannte Gary Wels, oder beziehungsweise der afrikanische Wels. Den habe ich halt im Forellenhof gefangen. Ah, okay, das wäre nämlich auch noch die Frage gewesen, wo gefangen, ne? Weil das wäre interessant gewesen. Aber gut, dann ist das plausibel. Hier in der Nähe im Forellenhof. Okay. Baitcaster oder Multirolle und warum, beziehungsweise wann was? So ganz normal zum Spinnfischen, ganz normale Multirolle und mit Big Baits nämlich eher Baitcaster, einfach vom Gefühl her fühlt sich das besser. Ja, Stationärrolle, nicht Multirolle, meine ich. Entschuldigung. Ja. Ja, war mein Fehler. Alles gut. Also wenn du dann sagst, okay, ich nehme jetzt wirklich große Köder ab, sagen wir mal 20 cm, dann nimmst du die Baitcaster-Rolle. So Leute, tut mir wirklich leid für die Umstände. Jetzt haben die Leute aber auch wieder Zeit gehabt, um mit reinzukommen. Es geht halt einfach nicht ohne technische Probleme. Genau, meine Frage hast du mit Ja beantwortet, das habe ich noch mitgekriegt gehabt. Dann machen wir mal weiter. Frage 7 von Hiva 1899. Wie bringst du andere Menschen das Angeln näher? Also wenn du jetzt jemanden triffst, der sagt, ach, Angeln ist doch scheiße, das ist, was sagst du dann? Oder wie versuchst du denn zu überzeugen, mal mit dir mitzugehen und zu gucken, dass Angeln weder langweilig ist, noch hockt man nur rum? Wie ja, kriegst du das rüber? Ja, ich habe tatsächlich schon ein paar Freunde zum Angeln gebracht, habe einfach gesagt, du denkst, Angeln ist so hinsetzen, warten, bis was anbeißt, das ist total langweilig, das mache ich auch nicht. Komm einfach mal mit und dann siehst du es. Und glücklicherweise, als der eine Kumpel zum Beispiel mitgekommen ist, habe ich direkt zum Beispiel 340er Barsche gefahren, echt nachgelegt und. Ja. Ich glaube, mehr braucht man da nicht sagen. Ja, richtig, das ist halt aber Timing, ne? Timing. Ja, das war einfach Glück, muss man sagen. Ja. Und der angelt jetzt selber aktiv oder? Noch nicht. Also, er kommt dann manchmal mit zum Forellenteich, weil noch hat er keinen Schein, aber er macht mit. Im nächsten Kurs macht dann Schein. Okay, fällt ja dieses Jahr wahrscheinlich aus, aber ja, gut. Ja, wobei ich habe ihn auch schon näher gelegt, das kann er online machen. Ich denke. Ja, habe ich auch einen Kumpel, aber ich weiß nicht, wie ist es mit der Prüfung online machen? Stimmt. Da muss man mal nachfragen. Ja, müsste man sich mal informieren. Falls es jemand weiß, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Frage 8, hast du irgendein Traumland oder irgendein Traumgewässer, wo du sagst, da wollte ich schon immer mal angeln, egal ob Nordsee, Südsee, Karibik, was weiß ich was? Das ist ganz klar der Amazonas. Echt? Ja, ganz klar. Allein die rotflossen Antennenwälze, Arapaima, sind alles so Fische, die reizen mich wirklich, also da hatte ich mal richtig Bock drauf. Die halt da richtig, richtig kampfstark sind, ne? Ja, genau. Ja. Krokodil-Fishing schreibt gerade, Prüfung geht online nicht. Ah, okay. Danke, Crocodile-Fishing. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann von Catch and Clean eine Frage. Was ist dein Lieblingsköder? Ich habe gesehen von Zeck, glaube ich. Was für einer ist es genau? In 15 cm ist gleich geschrieben, Fisch denn am liebsten? Das war der Finch, war das gewesen. Der Finch. Du sagst, das ist deine Geheimwaffe für Hecht, Zander? Ja, den nehme ich eigentlich für meistens für Hecht, aber am meisten hat sich eigentlich glaube ich der Spinner, also ein Fünfer-Spinner, habe ich jetzt so am besten geeignet. Okay. Weil darauf habe ich auch eine Meerforelle gefangen, darauf habe ich auch Max gefangen. Also Spinner sind eh so ein bisschen, sagen wir, Multifunktionsköder, ne? Genau. Wenn nichts geht, zieht man den auf jeden Fall immer mal durch. Spinner geht immer, ne? Ja, Spinner geht immer, genau. Letzte Frage. Was sind deine Ziele für 2020? Ich würde ganz klar sagen, PBs knacken. Okay. Barsch wird ein bisschen schwierig, aber Sander und Hecht ist eigentlich machbar. Auch an deine Gewässer machbar? Also weißt du, dass da größere drin sind, oder? Ja, definitiv. Ich meine, ich habe auch beide PBs habe ich jetzt hier in dem neuen Gewässer gemacht. Mhm. Und ich weiß, dass es hier noch dickere Fischen gibt. Aber ich bin eine Bekannte, die hat kurz vor der Schonzeit einen Hecht gefangen von über 1,20. Also. Oh. Ja gut, das ist dann schon ein Monster. Dann wünsche ich in einem Gewässerstück, wo 24,7 mindestens 5 Angler waren. Oh, okay. Natürlich schon.
Und da hat die denn dann gefangen, oder was? Genau, auch beim Fandangeln. Ah ja, krass, geil. Ja, Glück muss man haben beim Angeln, das ist so, gell? Genau. Das ist so. Gut, ich bin mit meiner Frage fertig, Flo. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand's cool, bist ein netter Typ. Sollte man mal wieder da oben unterwegs sein, gehen wir gern zusammen fischen, hätte ich Bock drauf. Ja, sehr gerne, komm vorbei jederzeit. Genau. Hechte gibt's hier immer zu fangen, also. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt haben wir auch mal einen Raubfischangler dabei gehabt. Mir bleibt auf jeden Fall Kontakt. Mach's gut, schön, dass du warst. Jo, vielen Dank nochmal, ne? Gern, Flo, bis dann, ciao. Jo, schönen Abend. Tschüss. Gleichfalls, ciao. So Leute, das war der Flo, wirklich netter Typ aus Norddeutschland. Ich denke, wenn wir da mal mit dem Bus unterwegs sind, werden wir uns auf jeden Fall auch mal mit dem treffen, da mal ein bisschen Fische gehen und da auch mal versuche, meinen Barsch PB zu knacken, weil der, an dem hänge ich einfach. Da kriege ich es einfach nicht auf die Reihe, was Größeres ans Band zu kriegen, aber ist ja nicht so schlimm. Trotzdem wird man sich freuen, ist klar. Werdet ihr dann Justus J.I. sehen, ein Jungangler. Mit dem seinen Eltern habe ich alles geklärt, dass das auch klar geht, dass der auch mitmachen darf. Und dann erfahren wir mal, wie sieht ein Jungangler die heutige Angelwelt. Ne? Also ich weiß noch, wo ich jung war, da war ein Jungangler, da war halt die Angelwelt, das waren lauter alte Säck, die miteinander geschimpft haben und halt am Vereinsteich die Forelle gezogen haben. So war die Angelszene, die ich als Kind kennengelernt habe. Warten wir mal ab, was er zu sprechen hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend, alles Gute, macht's gut, bis dann, ciao.